Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Stocks Legion. Schauen wir mal, ob wir hier was finden in der Verbrennungsanlage. Ich habe mir die Aufnahmen angesehen. Ich konnte Mr. Lopez bis in den Keller folgen, aber dann sind mir die Kameras ausgegangen. Dieses Problem hat man in London nicht so oft. Dann haben wir einen Plan. Okay, Keller. Aber hier ist halt noch eine ganze Menge Zeug zu mitnehmen. Mann, hör gut. Was ist denn los, Mann? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Scheiße, Mann. Du wirst nicht glauben, was ich sehe. Fuck. Die verbrennen Leichen. Tote Menschen. Hier kommt eigentlich nie jemand hin. Perfekt, um einen durchzuziehen. Fuck. Kisten mit Organen. Was zur Hölle, Mann? Was habe ich nur genommen? Cool, du bist paranoid. Einer von denen schaut her. Warte. Wo bist du? Wer schaut zu dir? Der alte Leichenverbrenner. Wow, das ist heftig. Jo, Alter. Hey. Geh bist noch. Du da? Dich nicht mit mir. So, nächste Maske. Ich glaube, sonst war hier oben erstmal nichts mehr. Okay, also die sind dann doch ein bisschen feindselig, wenn man ihnen zu nahe kommt. Alles klar. Noch weiter oben wäre noch ein... Wenn wir gerade schon mal da sind... Ich glaube, da muss ich tatsächlich noch ganz hier hoch. Dann gehe ich nachher in den Keller. Will ich mir gerade mal die Sachen hier noch holen. Danke. Einmal die Technikpunkte und dann können wir hier noch was malen. Du dürftest nicht hier oben sein, ne? Ja. Hier passt's. Nehmen wir mal das. Das ist wunderschön, das muss man echt so sagen. Gut, dann geht's jetzt aber wieder runter. Wieso liegt da jetzt eigentlich einer rum? Ja, vielleicht irgendwie Elbin, der da rein wollte. Schade. Gut, dann schauen wir mal im Keller nach. Aber hier scheint erstmal nichts zu sein. Sehr gut. Auweia, Türriegel schlägt Technologie. Die Tür ist zu, aber der Müllschacht hier könnte gehen. Er führt entweder in den Keller oder in einen grausamen Tod. Oder beides, schätze ich. Echt genial. Ja, wahrscheinlich.
Also dann, komm schon raus. Ich tu dir nichts. Wir müssen reden. Okay, so geht's natürlich auch. Schön, dass sie noch die Unterwäsche gelassen haben. Gut, jetzt komm her. Danke für die Ablenkung. So hatte ich Zeit, mich um diesen Abschaum zu kümmern. Okay, das Arschloch war bereit für einen Kampf. Im Ernst? Ja, aber mir geht's gut. Ich muss kurz durchatmen und meine Dateien finden. Moment, heißen Sie Caitlin Lau? Sind Sie von den Bullen? Wir haben Ihre Videos gesehen. Ganz schön tough, ganz alleine Mary Kelly zu verfolgen. Ich war nicht immer allein. Aber wer zum Teufel, Detzek, stimmt's? Ich wurde bis zu diesem Schlachthof verfolgt? Nee, ich habe einen Freund aus dem EPC verfolgt. Jetzt bin ich hier. Es ist doch zum Kotzen, oder? All die vermissten Personen landen hier. Genauso. Das tut mir leid. Ich habe nicht viel Hoffnung, dass er noch am Leben ist. Die Kellys haben hier eine ganz üble Operation laufen. Eine Art Schwarzmarkt für Organe. Ich untersuche das seit Monaten. Und sie haben meine Dateien. Mir geht's dreckig. Aufpassen! Hey! Ich werde einen Kumpel rufen. Jemanden, der sie in Sicherheit bringt. Ich bleibe zurück und finde Angel. Und ich finde ihre Daten. Sie scheinen wichtig zu sein. Alles, was ich über Mary Kelly habe. Fast genug, um sie dran zu kriegen. Shit. Schätze, das heißt, wir sind jetzt beste Freunde. Denn Detzek hat es jetzt auf Mary Kelly abgesehen. Okay, jemand ist unterwegs, um Inspektor Lau zu begleiten. So finden wir Angel und Inspektor Laus Dateien. Machen wir uns mal auf den Weg. Wahrscheinlich können wir uns das hier einigermaßen durchkämpfen. Könnte ich leider nicht scannen. Ich werde hier drin warten und danke für die Hilfe. Zusammen sind wir stärker. Ah, okay. Da besteht überhaupt kein Zweifel. Bei der ganzen Operation geht es um Organe. Clan Kelly nimmt sich die Teile, die sie brauchen können, und verbrennt den Rest. Das ist klarer Mord. Mary Kelly stiehlt Organe, um ihr blutiges Reich zu finanzieren. So, das wird immer gleich mal wieder nicht funktioniert. Schön. Kann ich dich tarnen? Fuck, echt. Was ist mit ihren Gesichtern passiert? Dex, Bro, mach eine Gesichtserkennung. Die Gesichtserkennung klappt nicht. Es ist wohl zu wenig vom Gesicht übrig. Mach ein Foto, dann gleiche ich die Hauptmerkmale mit verschiedenen Datenbanken ab. Alles klar. Negativ. Wie kann irgendwer andere Menschen so behandeln? Wie vielen hat Clan Kelly das angetan? Wir müssen das beenden. Okay, leider dich? Muss ich bestätigen, dass das wirklich Angel Lopez ist. Oh, fuck. Angel. Er kannte das Risiko und ich auch, aber hätte nie gedacht, dass Detzek in die Sache verwickelt wird. Mary Kelly bereichert sich an den ärmsten Schweinen in London. Sie ist ein Monster. Sie auszuschalten muss für Detzek oberste Priorität haben. Jetzt müssen wir Caitlin Laus Untersuchungsakten zu Mary Kelly finden und herausfinden, ob meine Vermutung stimmt. Könnte Mary Kelly zu Zero Day gehören? Okay, ich glaube, euch müssen wir jetzt wirklich ausschalten. Verdammte Scheiße, dieser Gestank. Nie wieder Schweinefleisch. Halt deine Fresse! Ich kotze, wenn du weiter Scheiße laberst. Schlimm genug, dass wir hier ran müssen. Ich will das nicht hören. Tut mir leid, Mann. Dieser Gestank bleibt kleben, hä? Letzte Nacht habe ich diese Tussi angemacht und sie ging einfach. Die Schlampe meinte, dass ich wie ein Arsch rieche.
gibt Schlimmeres, als ein wenig zu stinken, oder? Das findest du auch noch raus, wenn man dein Gemotze hier hören sollte. Hey! Oh, gib endlich! So, das ging jetzt ja einigermaßen. Einigermaßen unauffällig das Ganze. Okay. Die haben wir. Gut, du hast die Dateien. Inspektor Lau wird beeindruckt sein. Und jetzt verschwinde da, bevor jemand Hackfleisch aus dir macht. Zack, zack. Scheiße, so ist es. Ja. Bist du noch da drin? Wer weiß. Okay. Der Zack, Caitlin Lau hier. Ich wollte mich bedanken. Ich wäre jetzt nur noch Anschauungsmaterial für eine Anatomievorlesung oder ein Häuflein Asche. Es freut dich sicher, dass Inspektor Lau zu einem nahen Unterschlupf gebracht wurde, wo man sich um ihre Wunden kümmert. Ich werde schon wieder. Bin noch ein bisschen verwirrt von dem, was sie mir gegeben haben. Und ziemlich überrascht, dass wir auf derselben Seite stehen. Schon schräg, wenn der Widerstand mit der Polizei zusammenarbeitet. Aber gemeinsam haben wir bessere Chancen, Mary Kelly auszuschalten. Genau. Ihr habt die Organisation, ich die Information. Und die Unterstützung einiger mächtiger Leute. Wenn wir das in einen Topf werfen, können wir sie ausschalten. Mary Kelly ist kein kleiner Fisch. Bexman, wir müssen uns alle im Versteck treffen, die Dateien ansehen und überlegen, was wir tun. Ich stimme mich mit Inspektor Lau ab und bereite ein Briefing vor. Okay, cool. Dann, die Mary Kelly, schauen wir mal. Ja, aber zum Versteck nochmal, da können wir ja schnell reisen tatsächlich. Ich habe von Inspektor Lau gehört. Wir sind bereit für das Briefing. Okay. Was ist das für ein Symbol? Ich mal schauen, war ich schon ewig nicht mehr drin. Ja, ich glaube seit dem Anfang nicht mehr. Oh, Moment, können auch hier was trinken. Sehr gut. Ah, Öhmchen ist wieder da. Alle am Telefonieren hier. Ah, das sind die. Okay. Ach, schon, das war das hier mit dem Umstellen. Ja, ich würde sagen, wir machen das Briefing und dann reden wir mit den Leuten mal noch und dann werde ich noch ein bisschen versuchen, noch Leute zu rekrutieren. So. Mary Kelly leitet die mächtigste Verbrecherfamilie Londons. Clan Kelly. Das lässt sich leicht merken. Unter ihrem Vater war sie eine Komparsin. Als er starb, sind ihre Rivalen verschwunden. Ihre Feinde, ihre Freunde, ihre Familie. Nicht umsonst heißt sie Bloody Mary. Schon früh wechselte Mary von Bargeld zur Kryptowährung und brachte Kellys kriminelle Geschäfte online. Es macht Waffenschmuggel, Drogenhandel und Geldwäsche sehr viel leichter, wenn kein Bargeld fließt. Die Frau hat das organisierte Verbrechen in London modernisiert. Sie hält sich selbst für absolut unantastbar. Das hier sind Beispiele aus meinen Akten.
Dana Covington, 19. Sasha Haddad, 28. Radek Stopkovic, 24. Alle verschwunden. Gute Leute sind schwer zu finden, nicht wahr, Liebes? Die meisten haben keinen Antrieb, du aber schon. Sie fühlen sich wertlos, so wie die Welt funktioniert, wie sie Menschen ausnutzt. Einfach schrecklich. Gut, dass du ein Ziel hast. Gut, das wär's für mich. Wir sind noch nicht fertig. Das war eine Gefälligkeit. Oh, und mein Beileid an die Familien. Schrecklich, wenn man jemanden verliert. War mir eine Freude, Caitlin. Wie man sieht, gibt sie einem niemals Antworten. Aber es gibt einen Ort, an dem sie redseliger ist, die Sandstone Residence. Inspektor Lau glaubt, eine Polizeiwanze im Kelly-Hauptquartier könnte Beweise liefern, um Bloody Mary zu überführen. Sandstone ist ihr Operationszentrum. Ich weiß, wir kriegen sie mit den Daten auf der Wanze dran. Besorgt sie mir, dann bringe ich sie für immer hinter Gitter. Sende die Koordinaten an eure Optics. Sabine hier, Inspektor Lau. Ich bin neugierig, wie Mary Kelly zur Rechenschaft gezogen werden soll. So ohne Unterstützung. Sogar bevor Albion jegliche Polizeiarbeit übernommen hat, konnten sie doch nicht drankriegen. Und sie behandelt Menschen weiter wie Vieh. Ich musste mit dem System arbeiten. Ja, das war korrupt. Ich wusste das, nur nicht, wie schlimm es war. Ich dachte, so einen eindeutigen Fall kann man nicht vertuschen. Falsch. Die Scheißbullen sind komplett korrupt. Warum sollten wir glauben, dass sich die Dinge je ändern? Weil ich diesmal zu einem Kontakt im Büro des Kronanwalts gehe. Ein ehrlicher Anwalt, der bei organisiertem Verbrechen keinen Spaß versteht. Besonders bei Mary Kelly. Hey, unsere Methoden sind unterschiedlich, aber ich möchte diesen Leuten auch helfen. Okay, gut. Aber ganz egal, wie die Sache läuft. Mary darf uns nicht wieder durchs Netz gehen. So arbeitet der Zeck nicht. Auf zu Sandstone. Ja, mal gucken, ob das was wird. Aber wie gesagt, erst mal mit euch noch eine Runde reden. Habt ihr denn so zu erzählen? Scheinbar nichts. Wann haben Sie denn das gesagt? Nö, scheinbar nicht. Okay, gut, dann hat sie es erledigt. Einfach mal Interesse halber. Würde ich irgendwas Schickes noch raussuchen? Ja, schon ganz schick tatsächlich. Kann man das irgendwie... Ah, umschalten macht es auf. Okay. Kleiden wir dich mal gerade schnell neu ein. Oh, die sind gar nicht so billig. Aber gut. Ja, mehr Geld. Ich werde jetzt nicht jeden Charakter komplett einkleiden. Den Stress tue ich mir dann doch nicht an. Gut. Schick, schick. Wie oft habe ich... Ja, schon.
Okay, Sandstone Residenz. Stimmt, hier war noch ein neuer Auftrag. Ich habe eine potenzielle Rekrutin für dich. Ich markiere sie auf deiner Karte. Ach, lose. Ich glaube, wir haben erstmal genug Rekruten, tatsächlich, ehrlich gesagt. Von daher machen wir das dann mal später. Ja, für später mal. Gut, dann einmal das Ganze nochmal markieren auf der Karte. Das ist ein ganz schönes Stück zu fahren. Wärst du ja sogar schon bereit. Na gut, aber schadet ja nicht. Mal so ein bisschen rauszukommen. So, sehr schön. Ja, so unglaublich weit ist es ja tatsächlich nicht. Es poppen jetzt überall Missionen auf. Ja, auch gut zu fahren, das Auto, muss ich zugeben. Hat eine angenehme Beschleunigung, lässt sich gut lenken. Ja, es passt. Das passt echt gut. So, ich glaube, dann sind wir angekommen. Das scheint hier eine Einbahnstraße zu sein. Okay, falls wir notfalls nochmal schnell raus müssen. Das scheint so eine Art Dings zu sein. Upe. Würde ich jetzt fast mal schätzen. Die Security hier ist hochmodern. Ziemlich undurchdringlich. Außer natürlich, du schickst eine Drohne durch das Fenster, das einer von Mary Steppen offen gelassen hat. Okay. Dann machen wir das doch mal. Ich würde die gerne da hochschmeißen. Weil das Fliegen-Upgrade habe ich halt, glaube ich, noch nicht eingestellt. Brauchen wir das jetzt? Ja, sonst ist, glaube ich, echt nichts offen hier. Was kostet das denn? Ich glaube, ich habe jetzt nur 15 wieder an Technikpunkten.
Doppelsprünge und Sprints, ja. Wir haben sogar ein bisschen mehr gekriegt, sehe ich gerade. Was ist mit dir? Kampf-Spider-Bot. Wäre halt auch eine Idee. Na gut, dann hole ich mir mal das Upgrade. Den Schalldämpfer. Bei dir das mit den Doppelsprüngen. Ich glaube, wir müssen natürlich aufs Dach hoch. Ich schau mal nach der Leiter. Da hinten wäre, ich glaube, ja, hier ist so ein Aufzug. Aber gefühlt drin. Ja, ich müsste halt wirklich irgendwie rein. Eine Leiter kann ich jetzt... Ich sehe halt hier keine Möglichkeit, aufs Dach zu kommen. Nö. Wir notfalls auch noch ein paar Autos, das ist schon mal gut zu wissen. Ich schau mal die andere Seite noch an. Ah, okay, alles klar. Ich habe eine Möglichkeit gefunden. So, das lässt sich nämlich nicht so gut steuern, das Ding. Ja gut, das sollte mir reichen, wenn ich da irgendwie jetzt hochfahre. Kann ich die Drohne nämlich direkt da drauf schmeißen. Ja. Mit dem Gestrüpp, das haben wir auch gut getarnt. So, ich hoffe, das ist mit dem Doppelsprung schaffbar. Nicht ganz. Na gut, ja, ich müsste halt eigentlich genau dahin fahren, wo das Auto gerade steht. Also gut. Dann fahren wir nochmal kurz runter. Sam
Was? Okay, dann ja, platziere ich das gerade nochmal neu und dann sehen wir uns in der nächsten Folge nochmal. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, hoffe, ihr hattet Spaß. Seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.